Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Taniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U. In der letzten Folge haben wir den Kamezin Kuopeko erledigt und sind dabei diesen anderen großen Viech noch begegnet, was nicht so schön war. Aber hier steht nicht Danger daneben beim Rosa Ratian, den wir uns jetzt vorknöpfen. Was mich sehr froh stimmt. Ich habe schon was gegessen. Ich habe, weiß ich nicht, fette Tomate und ich glaube hier dieses Himmelsbrot gegessen. Damit ich eine Feuerabwehr habe. Ich habe in den Jägernotizen und ja, jetzt wurde ich einfach irgendwo hier reingeschmissen. Seht ihr auch mal das. Ich habe in den Jägernotizen nichts gefunden. Da ist kein rosa Ratian. Also ja, konnte ich nicht nachgucken, was der macht, wie der so drauf ist und weiß ich nicht. Deswegen, ja. Nehme ich mal an, der ist fast so gleich drauf wie der normale Ratian. Ich schätze mal, er greift immer noch mit Feuer an. Okay, ich dachte irgendwie, die Rüstung wäre irgendwie feueranfällig. Warum auch immer. So, ich gehe jetzt natürlich erstmal zum Basslager und hole mir eine verkackte Karte. Ist da ein Frosch? Schön. Brauchte ich auch. Habe ich aber, glaube ich, schon. Ja. So, alter Mann, gib mir ein paar Almosen, könnte ich vielleicht gebrauchen. Käfernetz, ja. Pff. Erste Hilfe, nein, danke. Ach, Mann. Ja, gut, dann suchen wir den rosa Ratian. Oder den kirschblütfarbigen Ratian. So wie es in der Questbeschreibung hieß. What? Irgendwo ein Glitzer gehört. Aber ich frage mich, warum hier keine Cinematics mehr kommen. Okay, jetzt sind eigentlich nur andersfarbige, das sind eigentlich nur Shiny-Monster. Wer Pokémon kennt. Aber trotzdem. Kann ruhig mal so Intro wieder kommen. Finde ich. Das Gebiet stelle ich mir irgendwie zu klein vor. Da ist er. Da kommt er runter, ne? Ja. Hi. Ach Mann. Der stärkere Ratian ist übrigens verdammt gefährlich, denn sein Feuer hat mich schon zweimal irgendwie erledigt. Zum Teufel! Warte mal, habe ich Gegengift dabei? Ja, oh Gott sei Dank. Weil sie einen wieder vergiftet, ne? So wie anderen Ratia-Viecher. Wenn ich jetzt kein Gegengift dabei gehabt hätte, ne? Wäre so schön gewesen. Wenn der seine Feuerangriffe haben mich irgendwie schon ein paar Mal gewonnen hätte. Nicht witzig. Oder jedenfalls machen die verdammt viel Schaden. Ich nehme aber an, der ist irgendwie so drauf wie der normale Rat hier an, nicht wie der Ratalos. Ach Mann. Hä? Durch wann habe ich Schaden bekommen? Ich bin einfach unter dir, ne? Gott, ja, wusste ich. Boah, macht der Schaden. Der hat mich nur angerannt hier, hallo? Lenkt ihn ab. Okay, das Ding vergiftet immer noch. Wunderschön. Boah, hör auf mich anzurennen immer. Das ist der Angriff, den ich als einzigen nicht abschätzen kann. Au! Wir haben mich dann ein bisschen getroffen. Das sieht so bescheuert aus. Muss auch mal irgendwie gegen zwei Barovs kämpfen oder sowas, fand ich auch irgendwie geil. Da habe ich
als ich einen erledigt habe, den so gelootet und habe Megatränke bekommen. Voll bescheuert. Also anstatt zweimal irgendwie so Loot von dem zu bekommen, kriege ich Megatränke jedes Mal. Okay, da tut natürlich das Überleben sichern, aber ich habe da ohne geschafft, weil ich die ganze Zeit 10 hatte und deswegen nichts aufnehmen konnte. Aber erstmal der Schwanz ab. Und er kann mich auch so noch vergiften, auch wenn der Schwanz ab ist. Was ich ja richtig doof finde. Nein. Nein. Eigentlich ist mir der Schwanz jetzt gerade vollkommen egal. Außer wir erledigen ihn erstmal. Den Schwanz abtrennen kann ich immer noch auf Screen. Okay. Die ganzen Ratian wir sind sowieso einfach, finde ich. Wenn die einmal bekämpft hat. So, oh, da ist ein schön großes Gebiet, da können wir gerne hin. Wäre immer so genial, wie die immer direkt zu einem Gebiet rennen, wo die irgendwie alleine in ihr Gebiet wechseln. Genau, wie bescheuert die beiden. Ich will die irgendwie nicht eigentlich mal mitnehmen, aber machen dann einfach einfacher. Aber wer weiß ich denn hier, wenn ich jetzt hier, weiß ich nicht, viel länger für den Kampf brauche. Er tut eigentlich den Kampf nur in die Länge ziehen, mehr nicht. Und die Aufmerksamkeit auf mich ziehen, weil nur noch ich da bin. Oh Mann. Ah. Ja, okay, ist gut. Der wollte schon wieder rennen, habe ich gesehen. Moment, was habe ich gesagt? Schön großes Gebiet zum Kämpfen. Wir sind hier nur in einer Ecke. Ja, ich werde immer von diesen Angriffen getroffen. Ich werde immer von diesen Rennangriffen getroffen. Weil die immer so schnell sind. Die kannst du nicht voraussehen. Und einfach nur weg von dem Gesicht bleiben, von den Viechern. Ja, genau so. Wie das aussieht. Den Angriff macht er jetzt auch immer voll schnell. Was? Ich glaube, ich bin gleich tot. Ja, natürlich durchs Feuer. Oh, ich hasse halt so drauf zu gehen. Mann. Die Vorräte müssen eigentlich da sein, ne? Ja. Dabei brauche ich Geld gerade ein bisschen eher. Irgendwie die ganze Zeit Geld knapp, weil alles irgendwie so 8000 oder so kostet. Aber egal. Ey, solange er am Ende kaputt ist, kein Problem. Ich habe immer noch nicht die Vorräte. Was zum Quest-Info. Okay, wir haben dann nach 10 Minuten, was? Erstmal waren die Vorräte da, da war der erst bei der 1, beim ersten Punkt. Also der Pfeil, der Zeiger. Ich kann nur ablesen. Ah, verdammt, ich dachte, der wird pennen. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass ich durch das Feuer kaputt gegangen bin. Weil mich sonst irgendwie nie trifft. Ich wollte eigentlich außerhalb der Karte irgendwo hingehen. Mich vom Gift heilen. Aber das wurde mir ja nicht gestattet. Los, gib mir deinen Schwanz, jawohl. Und zack, und immer noch nicht ab. Oh Gott. Flügel sind, glaube ich, auch noch. Boah, ja, da block ich jetzt einfach, ne? Vorhin konnte ich nicht blocken. Ja, okay, da ist die Waffe, glaube ich, weggesteckt. Aber trotzdem. Ja, diese Rater, los, Ratian, bin ich ja so satt, ne? Ich weiß noch, wie oft ich gegen den Ratian kämpfen musste. Rathaus. Wegen der Kack-Rüstung, glaube ich. Die aber auch verdammt gut ist dafür. Nur um dann herauszufinden, dass ich questmäßig den immer noch erledigen muss. Das
Deswegen warte ich wieder, bevor ich mir hier so Sachen herstelle, Rüstungen. Und daher kommen immer noch 5-6 Quests, wo ich nochmal gegen so Viecher kämpfen muss. Da habe ich sozusagen Zeit verschwendet, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber ich möchte euch hier nicht mit meinen Jägerproblemen hier nerven. So, der ist bei 5. Oder auch nicht, doch. Hürgestein, ja. Er ist so stehen geblieben. Okay, das war vielleicht Verschwendung. Mein HP-Post ist übrigens weg. Das finde ich voll doof. Oh, der frisst geil. Okay, wer zum Teufel hat den angegriffen? Irgendeiner von den beiden hat den angegriffen, damit der sich wegbewegt hat. Gib mir das. Große Wiebern-Trainer. Oh Gott. Au! Ja, der macht Schaden. Geh weg. Was zum Teufel? Der einsame Baum wird getroffen und getötet. Komm schon, geh ab! Geh ab! Der Schwanz muss ab! Der Schwanz muss ab! Ja, das sieht so bescheuert aus. Oh nein, der macht sein Gift, ne? Aua! Ne, der macht sein... Oh, ich weiß nicht, was das ist. Ein Angriff. Sag mal wieder umkippen, wenn du Bock hast. Sehr gut, danke. Finde ich gut, dass du so mit mir zusammenarbeitest. Nochmal. Danke. Bin ich gut, wenn wir so zusammenarbeiten. Du als Gejagter und ich als Jäger. Und nein. Geh weg. Ich glaube, der Angriff tut ein bisschen mehr weh. Wie hart brennt. Ey. Dieser XA-Angriff ist echt gut hier, um so größeren Monstern den Schwanz abzutrennen. Finde ich echt gut. Würde ich ihn herausgefunden haben. Aua. Oh nein. Geh weg, Mann. Ah, verdammt, da war Wasser. Eigentlich wollte ich einen Megatrank nehmen. Danke. Oh nein. Oh, ich dachte, der fängt mich jetzt wieder. Alter. Lass mich mal chillen. Ich lass dich chillen, du lässt mich chillen. Der Part wird irgendwie viel zu kurz. Ist ja doch irgendwie, ja. Der Part wird auf jeden Fall kürzer, wenn er jetzt schon stolpert. Oh nein. Papa ist weg. Ich hoffe, er hat es noch nicht gemerkt. Friss das! So. Ja, so respektlos, der trampelt einfach über mich, als wäre ich gar nicht da. Kayama voll. Ich hau den kaputt. Wo tut er jetzt langsam schießen? Ich glaube, der ist gleich über dem Berg. Oder beim Zaun vielleicht. Ich will's da nicht verstehen. Jawohl! So, jetzt kommt er wahrscheinlich, ja, oder auch nicht. Okay, der fliegt weg, gut. Er ist ein Schwanz einfach alleine. Weilweise kriege ich immer auf die Fresse, nachdem ich irgendwie einen Schwanz abgetrennt habe. Kann man hier hoch? Hier kann man hoch. Dass man hier alles neu herausfindet, ne? So, nach 8. Da, ja. Gut, dass wir ja an dem Ort kämpfen, wo ich mich am wenigsten auskenne.
mich, ob es noch mehr Gebiete gibt. Hoffentlich. Würde ich auf jeden Fall nichts gegen haben. Ich glaube, jetzt ist ja auch irgendwie der Inhalt, so wie ich damit bekommen habe, von Ultimate dran, oder? Das Spiel ist ja vorher für die Wii rausgekommen, da sind Monster Hunter 3 oder Tree, ne? Und ich glaube, das ging nur bis Xerodeus. Glaube ich. Das ist jetzt sozusagen der Inhalt von der Wii U und 3DS-Version. Nehme ich an. Oder? Dann gab es auch noch irgendwie ein PSP-Spiel, glaube ich. Wie man sieht, ich habe mich ein bisschen informiert. Hey. Boah, wie ich immer. Und ich bin tot. Ja, ich bin tot. Wie zum Teufel bin ich nicht tot? Sehr gut. Darauf zwei Megatränke. Wie zum Teufel bin ich nicht tot, ey. Der ist auf mich zugerannt, verdammt. Hat er gerade aufgehört zu rennen, als ich irgendwie vor ihm war. Dann überlege ich mir mit so einem Fitzelchen. Sehr schön. Au, was? Ist irgendwo Wasser? Nee. Natürlich nicht. Oh, Kayama und Chacha sind beide weg, sehe ich gerade. Also Kayama ist kaputt und Chacha muss sich heilen. Ich kämpfe hier mal alleine gegen den. Brauche ich nicht. Hier. Ich würde mir eigentlich zutrauen, einige Viecher zu erlegen ohne euch beiden. Oh, irgendwas abgetrennt. Geil. Könnten wir aber natürlich trotzdem helfen. Also freundlich bin ich ja, dass ich euch mitnehme. Also was denn? Die machen mich, tun auch die ganze Zeit blöde Sprüche reißen. Sind ihr Dorf gerettet. Die teilen gern ihren Ruhm mit mir oder so. Da kann ich auch mal so einen blöden Spruch lassen. Oh Gott, zum Glück ist das nicht so weit. Läuft. Ja, schon wieder. Ups. Weil wie ist er jetzt stärker als vorher, habe ich das Gefühl. Oh, diesmal wurde ich getroffen, gebe ich zu. Die anderen beiden Male, wo ich davon getroffen wurde, kam mir halt so vor, als wäre ich irgendwie, weiß ich nicht, unbeabsichtigt getroffen worden. Diesmal wurde ich getroffen. Das Spiel hat sowieso eine richtig geile Hit-Detection. Was bestimmt, wann man getroffen wird und wann man nicht getroffen wird, finde ich ja richtig gut gemacht hier in dem Spiel. Und zack und zack und hack, nein! Du Mist, ich muss das ja unbedingt jetzt brüllen, ne? Ich warte ja immer noch, dass ich irgendwann mal eine Rüstung bekomme, die irgendwie verhindert, dass ich hier von diesem Gebrüll beeinflusst werden, und jetzt sinkt meine Waffenstärke auch noch. Lecker. Oh nein. Oh gut. Ja, super. Ich habe mir jetzt gedacht, wenn er jetzt nochmal den Angriff macht, dann trifft er mich. Genau das macht er ihn immer. Ich sehe meine Treffer immer schon kommen. Das ist so geil. Wenn ich so denke, so, alles ist gut, nur wenn er, solange er nicht diesen Angriff macht. Und er macht diesen Angriff. Geil. Das ist der einzige Angriff, der mich treffen könnte. Hoffentlich macht er ihn nicht. Der macht den. Soll ich ein bisschen Erz hier noch mit Stein? Was soll ich mit Stein? Was Stein? Was soll ich mit Stein? Stein? Was soll ich mit Stein?
Na egal. Damit töte ich jetzt den Rat hier an. Hier, fang! Hat sogar geblutet davon. Das war Kayamba, ne? Schade. Ich dachte so, ich werfe so einen Stein gegen ihn in seinen Kopf. Oh, din, 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 din. Ah, schön. So, sag mir nicht, für den gibt es auch noch mal eine extra Rüstung. Rosa Rattan Schuppe doch. Boah. Ja, einmal muss ich sowieso noch mal gegen ihn kämpfen, wegen dieser einen Quest Höllenbeutel. Wegen den Dingen zähle ich schon. Dieser einen Quest, wo ich gegen Großjagi und den kämpfen muss. Die ich jetzt gleich offscreen machen kann. Dann direkt weiter aufnehmen kann, weil ich ein bisschen doof finde. Am liebsten jetzt schon weiter mit der Story machen. Also, das ist ja Story. Oh, hier kann man angeln. Boing. Werde ich vielleicht auch mal machen. Ach man. Ja, da postest du nicht, ne? Da tust du schon weiter angeln. Hey, du kannst mich doch mal. Boah. Rosa Rattan-Gewebe, Rattan-Stachel, Monster, was weiß ich. Rattan-Gewebe, Blutlauf-Juwel. Das ist wahrscheinlich wieder irgendein Dreck. Was? Ja, damit. 10-mal. Ausnahmsweise. Also ich habe eine zweite Option jetzt. Jetzt hatte ich immer nur Autoblocken plus 10, was gebracht hat. Oh, es geht weiter? Es geht weiter? Meine Quest ist gerade ein Dingens auf meinem Pad. Eine Sprechblase. Gutes Timing. Ich muss ja was sagen. Rosa Rattan, ja, bla bla bla, ja. Ja, guckt euch doch mal an, ey. Gamesinko, Pico. Gobolflosse. Ich habe immer noch nicht das. Das habe ich schon von Anfang an, glaube ich. Und das hier auch. Okay, es geht weiter. Hallo Jäger, du kannst einfach nicht vor mir lassen, oder? Ich muss wohl dieses gewisse Etwas haben. Nachdem du alle Untaten erlegt hast, willst du bestimmt eine neue Herausforderung. Wie wär's mit etwas Abwechslung? Über deine Lippen kommt kein Wort, aber deine Augen sagen ja. Also das hier ist nur für dich. Tada, eine Quest für eine Jagd auf ein stinknormales Monster. Du sollst dir ein Plesiot schnappen und du hast gedacht, dass du nur noch gegen Untaten antrittst, stimmt's? Womit haben wir es hier genau zu tun? Ich öffne eben mal meinen umfassenden und schweren Monsterführer. Der Plesiorph lebt in der Nähe von Wasser und er liebt Frösche. Liebt er Frösche als Nahrung oder so allgemein? Egal, weit man zahl. Na schön, zurück zur Arbeit. Ein Plesiorph. Was sagt denn mein Monsterführer? Hier. 5. Oh ja, super. Riesige Fischviper mit agilen Unterwasserbewegungen sowie tödlichen Atem- und Sturmangriffen. Lärm erregt Plesiot. Also nähere dich vorsichtig. Frösche sind ihre Lieblingsspeise. Was soll mir das bringen? Soll ich einen Frosch irgendwie platzieren? Das ist auch voll brutal. Jedenfalls. Na gut, dann haben wir. Dann kann ich jetzt doch nicht offscreen irgendwie erst die Quest machen und dann irgendwie eine neue Questreihe freischalten. Gut. Dann, ja, können wir in der nächsten Folge den Plesiorph fertig machen. Sehr schön. Ein ganz neues Monster. Danke. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge.